Er ist zwar ein Meisterwerk, dieser Black Orchid, aber er ist ein intimes Meisterwerk aus meiner Sicht. Also ein blumiger, süßlich, rum, flaumiger, also fruchtiger Duft, der seinesgleichen sucht. Die Distanz zu überbrücken und die Nähe zu suchen. Es ist ein Schnüffelduft, kann man das so sagen? Also eine Frau oder ein Mann, der diesen Duft trägt, kann kein uninteressanter Charakter sein. Ein tolles Hallo an alle Duftenthusiasten und Duftbegeisterten, Parfümliebhaber an euch. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Wenn ihr liebenswürdige und liebenswerte Menschen seid, dann freue ich mich, dass ihr mir ein paar Minuten eurer Zeit schenkt. Und ich hoffe, euch mit dem heutigen Duft begeistern zu können. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das würde mich doppelt freuen. Es handelt sich heute um etwas Besonderes. Und irgendwie ist es interessant, dass ich diesen Duft noch nie besprochen habe, weil eigentlich, ehrlicherweise, jetzt werdet ihr natürlich wieder in Ohnmacht fallen. Es ist ehrlicherweise der Duft, der mich mit unter anderem, aber nochmal an die Parfümwelt so herangeführt hat, dass ich irgendwie nochmal so einen Push bekommen habe, mich doch nochmal verstärkt mit Parfüms auseinanderzusetzen. Ich war schon mal in Grasse und habe das gemacht und ganz vor längerer Zeit wollte ich mal irgendwie mir selbst Parfüms mixen, aber heute gibt es ja wirklich so tolle, immer mehr so tolle Dufthäuser. Es ist ja gar nicht mehr notwendig, weil es gibt ja alles für jede Nase. Also jemand, der behauptet, er findet in der heutigen Parfümwelt nicht seinen Lieblingsduft oder mehrere, viele Lieblingsdüfte, bei der Person kann es sich nur um einen Lügner handeln. Und das hier ist heute ein Genuss. Kann man das so sagen? Es ist von Tom Ford. Das Parfüm heißt Black Orchid. Nun liebe ich Orchideen. Also ich finde, Orchideen sind mit. Es gibt Lilien und Rosen sind auch toll, aber Orchideen haben es mir irgendwie, faszinieren mich schon seit jeher, diese Vielfalt an Farben. Ich finde auch die Formen von Orchideen sehr hübsch. Und natürlich, sie haben einen sehr intensiven Duft, den ich persönlich extrem schätze. Einen sehr anziehend süßlichen, verführerischen Duft. Und Orchideen sind für mich, weil durch die Kombination Farbe, Form, Duft, irgendetwas so, sind so die kreativen Pflanzen, die ich einfach gerne anschaue. Also ich kann mich daran nicht genug satt sehen und auch nicht genug satt riechen, wenn es eben frische sind und. Und diesen Duft mit blumig süß zu bezeichnen, wird diesem Duft nicht gerecht. Ich halte diesen Tom Ford, jetzt werdet ihr nochmal in Ohnmacht fallen, für ein Meisterwerk. Es ist ein Meisterwerk, aber mit einer Einschränkung. Es ist so anziehend, durchdringend, stark von der Projektion, von der Silage und von der Art, wie er jemanden berührt, dass die Einsetzbarkeit eingeschränkt ist. Das muss man ganz klar sagen, denn er ist zwar ein Meisterwerk, dieser Black Orchid, aber er ist ein intimes Meisterwerk aus meiner Sicht. Und etwas, was für einen selbst intim scheint, kann man natürlich jetzt nicht überall tragen, das ist ja klar. Im Black Orchid ist mehr drin als etwas Blumiges und Süß-Klebriges. Der Dufteindruck ist für mich extrem anziehend, natürlich schon blumig. Natürlich schon blumig, aber auch in diesem Duft liegt eine gewisse interessante Frische und Fruchtigkeit inne. Das ist total faszinierend. Drin ist zum Beispiel diese Orchidee, schwarze Orchidee, dann Trüffel, schwarzer Trüffel
Und zum Beispiel dieser schwarze Trüffel riecht ja, hat er auch so verschiedene komplexere Duftakkorde in sich, so ein bisschen nach Kakao, nach Moschus und so ein bisschen nach Pilzen. Ja, wir riechen Pilze, ist schwierig, ja, riecht man an verschiedenen Pilzen, ja, das hat eine gewisse Erdigkeit, hat aber auch einen gewissen, verströmt auch einen interessanten Geruch, der so ein bisschen von bitter, holzig, dumpf, stumpf irgendwie ein bisschen so rüberkommt. Müsst ihr mal probieren. Dann Rum Absolu. Rum, ich bin ein Rumliebhaber. Ich trinke zwar selten so harte Sachen sowieso nicht, eher Wein, aber Rum ist von der Würzigkeit, von der Intensität, von der Tiefe, natürlich je nach Rumart, ist was ganz Außergewöhnliches. Ilang Ilang, Patchouli und schwarze Pflaume. Und ich finde, diese Fruchtigkeit, von der ich gesprochen hatte, diese frische Fruchtigkeit, die diesem anziehenden, süßlich erscheinenden Duft, diesem Black Orchid, innewohnt, der wird sehr geprägt natürlich von diesen rumigen Aspekten, von diesen, ich finde, auch pflaumigen Aspekten. Das war auch etwas, was mich sehr fasziniert hat damals, aber nicht pflaumig irgendwie so herb oder sowas und auch nicht zu breit, also schon süßlich pflaumig und natürlich in Kombination mit dieser Orchidee, also ein blumiger, süßlich, rum, pflaumiger, also fruchtiger Duft, der seinesgleichen sucht. Also ich finde, das ist für eine Frau toll, der schmeichelt einer Frau, der würde einer Frau gut stehen, übrigens auch völlig egal, wie alt die Frau ist, interessant, obwohl er so sehr süßlich ist und dieses Fruchtige, dieses mit dieser Pflaume, dieses Fruchtige, aber diese Blumigkeit, die inne wohnt, aber die ist so anziehend, dass es sowohl also wirklich sehr junge Frauen, Mädchen tragen könnten, als auch ältere Frauen, weil dieser Duft ist nicht süß, klebrig, billig, synthetisch wirkend, finde ich jetzt nicht. Also ich finde durch diese Fruchtigkeit, durch diese Frische vor allen Dingen, diese Frische trägt alles und deshalb macht es auch für eine ältere Frau durchaus Sinn, den zu versuchen. Und natürlich auch für einen Mann, ja, ich bin ein Mann, ich finde den faszinierend. Ich finde, wenn ein Mann diesen Duft aufträgt, eher wahrscheinlich für abends geeignet oder wenn man unter Leuten ist. Und ich habe ja gesagt, das ist ein sehr intimer Duft aus meiner Sicht. Intim macht es diesen Duft, weil er mich innerlich berührt, aus irgendeinem Grund heraus. Natürlich, weil ich Orchidee sowieso mag, diese Duftakkorde. Dieser Duft ist aber so schön anziehend. Dieser Duft ist ein Lockduft. Ja, dieser Duft ist jetzt vielleicht nicht unbedingt sexuell, aber er ist durchaus, er hat das Potenzial, dass er so ein Intimate-Duft ist irgendwie. Ich kann das schlecht beschreiben. Er lädt ein, mit einem Kontakt zu suchen, die Distanz zu überbrücken und die Nähe zu suchen. Es ist ein Schnüffelduft. Kann man das so sagen? Es ist ein Schnüffelduft aus meiner Sicht. Diese wunderbar anziehende Blumigkeit und dieses Alkoholische damit rein, mit diesem Rum. Rum ist sowieso so komplex. Natürlich, wie gesagt, es kommt immer auf den Rum an. Ich weiß nicht, wie das Tom Forte gemacht hat. Aber einfach diese schöne, rumartige, fruchtig, pflaumige, dieses Orchideen, süßlich anziehende, preisende, komm zu mir, anziehende, ja, süchtig machende, das ist hier wirklich in und übrigens das Patchouli ist ja erdig, das Ilang Ilang nochmal tut die Blumigkeit unterstreichen, also das ist schon eine Kombination, das ist ein Nektar, ja, jetzt habe ich ein schönes Wort, auch für einen Mann, ein Nektar, ich habe gesagt, für eine Frau auch hervorragend, aber für einen Mann auch ein Nektar der Liebe, ja, der anziehenden Liebe, das ist fantastisch. Also die Haltbarkeit ist natürlich phänomenal, finde ich. Der Duft, der ist ein Brüller. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob den habe ich jetzt schon ein paar Jahre, ob das jetzt auch in neueren Versionen, neueren Batches auch der Fall ist, aber der Duft von der Haltbarkeit super. Zu viel aussprühen würde ich nicht, weil er sehr stark von der Silage ist.
sehr stark auch von der Projektion. Und er ist kein brüllender Duft, aber er geht so art in die Nase, so intim rein, also wirklich Vorsicht und hält auch wirklich ganz lange. Was faszinierend ist, mehr wie alles andere bei dem Duft, und das möchte ich noch kurz ansprechen, wer könnte diesen Duft noch tragen? Ich habe ja gesagt Männer und Frauen, aber was für ein Charaktertypus würde diesen Duft bevorzugen? Und ich finde, und das gibt es dem Ganzen noch so was Interessantes, ich habe vorhin gesagt, ich mag die Orchidee, weil die so was Exotisches darstellt, von der Farbe, von dem Geruch, von der Form. Und genauso würde ich sagen, dass mit diesen Sachen, mit der Kombination von Fruchtigkeit, von also Pflaume, Rum, von Trüffel, Orchideen, von der Erdigkeit, also blumigen, also das ist so eigentlich facettenreich. Und genau wie ich das bei der Orchidee gesagt habe, finde ich, tragen diesen Black Orchid auch charakterliche Exoten. Also eine Frau oder ein Mann, der diesen Duft trägt, kann kein uninteressanter Charakter sein. Behaupte ich jetzt einfach mal, ein Mann oder eine Frau würde ich jetzt mir nicht vorstellen können, irgendwo in einer angestaubten Bürokratie sitzend, gelangweilt von sich und der Welt, im grauen Anzug, das passt nicht. Ja. Es muss auch nicht unbedingt ein bunter Vogel sein oder bunte Vögelin, ja, das gar nicht. Also es ist aber ein, vielleicht selbst wenn jemand so etwas konventionell rüberkommt, auf den ersten Blick mit diesem Duft, deutet man an, es ist so etwas Brodelndes in einem, ein sehr facettenreicher, finde ich, Charakter wird diesen Duft bevorzugen, ein bunter, innerlich bunter Charakter, je nachdem, es ist gar nicht notwendig, dass sich jemand irgendwie nach außen so auftaget, das meine ich nicht, aber es wird ein interessanter, ein wissbegieriger, interesselüsterner Charakter tragen, diesen Black Orchid. Hier kann man von dem Duft auf den Träger, die Trägerin, Rückschlüsse ziehen. Es ist also kein Duft, der vielleicht für sich steht. Es ist auch kein Duft, wo man jetzt irgendwie denkt, der Träger, naja, der hat es irgendwie jetzt draufgesprüht, weil man jetzt irgendwie schnell was irgendwie morgens finden musste, um zur Arbeit zu kommen oder um zum Sport zu gehen oder was auch immer. Der Träger, die Trägerin deutet darauf hin, ich bin ein Faszinosum für meine Umwelt und lernt mich kennen. Ich will euch, ich habe auch Lust, ich habe auch Bock auf euch. Also ein sehr interessanter Duft, den Tom Ford hier gelungen ist. Und gerade wenn ich den jetzt hier wieder genommen habe, ich bin natürlich gut, ich habe natürlich jetzt auch durch meinen Wunsch, auch mit euch in Kontakt zu treten, euch vielleicht auch Düfte vorzustellen oder wenn ihr mir Tipps gebt, was ja auch sehr häufig vorkommt, vielen Dank dafür. Dann natürlich will ich die Düfte auch kennenlernen. Es gibt ja wirklich immer mehr schöne Düfte. Aber ich bin wirklich manchmal jetzt gerade heute auch von mir enttäuscht, dass ich diesen Duft zu wenig trage. Das ist wirklich von mir manchmal auch eine Dummheit, nicht auf diesen Duft zurückzugreifen. Gerade dann, als abschließende Bemerkung, wenn ich mich irgendwo hinbegebe und ich habe richtig Lust, mit Leuten in Kontakt zu kommen, richtig Lust auf tolle Gespräche, auf schöne, faszinierende Begegnungen, dann ist dieser Black Orchid, und wenn ich den anderen klar machen will, ohne dass ich überhaupt ein Wort gesagt habe, ich habe auch Lust und Bock auf euch, dann ist dieser Black Orchid wirklich ein Ansatz, den ich euch vielleicht auch einmal zur Diskussion stellen will. Sagt mir mal, was ihr davon haltet. Kennt ihr den überhaupt? Ich lese sehr selten was über den. Ist ja auch wahrscheinlich schon früher irgendwann mal erschienen, keine Ahnung wann. Aber ein ganz interessanter Duft und einer meiner Lieblinge. Also, ich habe mich gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, euer Richard.